Herr Clown, wünsche ich einen super schönen Tag. In diesem Video heute werden wir ein kurzes Aufwärmprogramm machen. Das Aufwärmprogramm ist ideal geeignet vor einem Power-Workout zum Beispiel, aber ist es super nach einem langen Arbeitstag oder in der Früh nach dem Schlafen, um die Gelenke auflockern, die Muskeln zu entspannen, einfach den Körper in Schwung zu bringen. Also wir starten mal ganz locker, greif dir mit den Händen auf die Hüfte und beginn dein Becken links, rechts hin und her zu bewegen und spür dich dabei hinein, wie viel Spannung auf deiner linken Seite und wie viel auf deiner rechten Seite der Hüfte vorhanden ist. Atme dabei locker durch die Nase ein und aus und beginne langsam die Hüfte zu kreisen und spür dich in jeden Abschnitt der Bewegung ganz bewusst hinein. Spür, wie viel Spannung an der Vorderseite deiner Hüfte vorhanden ist. Und versuch, jede Spannung aus der Hüfte loszulassen. Sehr gut. Dann ändere die Richtung, kreis in die Gegenrichtung und atme gleichmäßig durch die Nase weiter. Wähle selbst, wie groß du den Kreis der Hüfte ziehst, ob du nur einen kleinen Kreis machst oder wirklich einen großen Kreis, sodass die Bewegung weiter in die Lendenwirbelsäule läuft. Sehr gut. Dann pendel dich in der Mitte ein, lass die Arme locker neben deinem Körper hängen und schieb einmal den rechten Arm leicht nach unten zur Seite und dann den linken Arm. Sehr gut. Lass den Kopf dabei mit zur Seite hängen und spür dich hinein, wie weit die Bewegung zur linken Seite und wie weit zur rechten Seite möglich ist. Spür, wie sich deine ganze Wirbelsäule zur Seite beugt und versuch, jeden Seitenunterschied ganz bewusst wahrzunehmen. Versuch dabei immer im schmerzfreien Bereich zu bleiben. Sobald du Schmerzen wahrnimmst, reduziere das Bewegungsausmaß. Dann pendel dich in der Mitte wieder ein und beginn deine Schultern locker nach hinten zu rollen. Spür dabei, wie sich deine Brustwirbelsäule aufrichtet und atme weiter durch die Nase tief ein und locker aus. Dann platziere deine Fingerspitzen auf den Schultern und beginne deine Ellbogen nach hinten zu kreisen. Beim Aufwärmen ist immer gut, wenn wir ein- und ausatmen durch die Nase, um das Feuer im Körper zu halten. Wenn wir durch den Mund ausatmen, geht viel Hitze verloren und gerade beim Aufwärmen wollen wir die Hitze im Körper halten. Sehr gut, dann beginnen die ganzen Arme nach hinten zu kreisen. Ein bisschen schwungvoll nach hinten und spür dich dabei wieder in deine Schultern hinein, ob du einen Seitenunterschied wahrnimmst oder ob es in beiden Schultern gleich anfühlt. Sehr gut, dann ändere die Richtung, kreise langsam nach vorne, mit ein bisschen Schwung, hol die Arme von hinten nach vor, locker weiter kreisen und gleichmäßig durch die Nase weiter atmen. Dann beginn deinen linken Arm nach vorne zu kreisen und deinen rechten Arm nach hinten, kreise die Arme gegengleich zueinander, sehr gut. Schau, ob die Synapsen richtig feuern und die Koordination funktioniert und dann ändere die Richtung. Kreise den rechten Arm nach vorne und den linken zurück. Sehr gut. Oft macht es ein bisschen leichter, wenn sich die Hände vorne treffen. Perfekt. Und dann wieder locker auspendeln, die Arme und die Beine mal ausschütteln. Und dann beginn deinen Körper links, rechts zu rotieren und lass deine Arme ganz locker mitschwingen. Die Arme sind passiv und schwingen ganz locker auf den Körper. Blick mit dem Kopf über die Schulter, wo du hinrotierst, sodass sich deine gesamte Wirbelsäule rotiert. Sehr gut. Und dann schwing die Arme aktiv nach hinten und spür, ob die Rotation ein kleines Stückchen weiter möglich ist und blicke der Hand nach. Perfekt. Ja, und pendel dich wieder in der Mitte ein
und beginne jetzt deine Knie zu greifen und kreise die Knie von außen nach innen. Ganz locker kreisen, nur so viel Bewegungsausmaß, wie schmerzfrei möglich ist. Und dann ändere die Richtung, kreise die Knie von innen nach außen und spüre dich dabei ganz bewusst hinein, ob sich die Bewegung in beiden Knien gleich anfühlt oder ob du einen Seitenunterschied vom linken zum rechten Knie wahrnimmst. Sehr gut, dann streck beide Knie, lass dich locker hängen, wenn möglich mit den Fingerspitzen am Boden und beginne jetzt dein linkes Knie zu beugen, das rechte zu strecken und umgekehrt. Wander ganz locker in die Dehnung hinein und spür, wie viel Spannung an der Rückseite deiner Beine vorhanden ist. Sehr gut. Dann beug beide Knie leicht an und roll dich wieder Wirbel für Wirbel hoch. Schüttel nochmal alles aus. Perfekt. Jetzt wird der Körper schon langsam warm, die Muskeln locker, die Gelenke frei. Jetzt gehen wir zum Sprunggelenk. Beginn dein rechtes Sprunggelenk locker nach außen zu kreisen und dabei immer locker durch die Nase weiteratmen. Spür, ob ein runder Kreis im Sprunggelenk möglich ist und ändere langsam die Richtung, kreise in die Gegenrichtung. Sehr gut. Und dann stell die Zehen in gebeugter Position am Boden auf, bring ganz vorsichtig Druck drauf, nur so viel wie schmerzfrei möglich ist und dehn die Oberseite deines Sprunggelenkes leicht. Perfekt, dann stell den rechten Fuß wieder am Boden auf und beginne jetzt dein linkes Sprunggelenk nach außen zu kreisen. Ganz locker kreisen, wieder spüren, ob ein Seitenunterschied vorhanden ist vom linken zum rechten Sprunggelenk und dann ändere wieder die Richtung, kreise in die Gegenrichtung. Spür dich in jeden Abschnitt der Bewegung ganz bewusst hinein und dann stell langsam wieder die Zehen in gebeugter Position am Boden auf. Wichtig, ganz vorsichtig, gerade in die Richtung sind die Zehen nicht gewöhnt, dass belastet werden, daher eher vorsichtig. Dehn wieder die Oberseite deines Sprunggelenkes und dann löst die Position. Schüttel die Füße aus und platziere die Füße ein bisschen breiter auseinander und beuge jetzt dein rechtes Knie, streck dein linkes Knie und dann zur Gegenseite. Schau, dass deine Füße parallel zueinander stehen und spür dich dabei ganz bewusst in die Innenseite deiner Beine hinein. Wechsel von Seite zu Seite. Du kannst dich dabei auf den Oberschenkel abstützen oder mit den Händen am Boden abstützen. So wie es für dich gut möglich ist, die Bewegung links, rechts, hin und her zu verlagern. Und dann stell am Ende die Ferse auf und wechsel wieder zur Gegenseite. Einmal die rechte Ferse aufstellen und einmal die linke Ferse. Sehr gut. Spür dich wieder hinein, ob du einen Seitenunterschied wahrnimmst. Und dann pendel dich in der Mitte ein, richte dich auf, greif deine Hüfte, lass die Beine noch gegrätscht und schieb jetzt die rechte Hüfte vor und dann die linke Hüfte. Sehr gut. Abwechselnd links, rechts die Hüften vorschieben, den Bauchnabel dabei leicht zur Wirbelsäule ziehen, sodass du nicht ins Hohlkreuz fällst, sondern einen Dehnreiz an der Vorderseite deiner Hüfte wahrnimmst. Sehr gut. Locker vor. Und dann langsam wieder zusammenwandern. Einmal alles ausschütteln. Und dann stell die Füße Hüft- bis Schulterbreit auseinander und komm in die Hocke hinunter. Beginn in der Hocke locker links, rechts hin und her zu bewegen und spür dich dabei ganz bewusst in den Druck in deinen Kniegelenken hinein. Die Hocke ist eine sehr wertvolle Position. Wir bleiben noch in der Position. Natürlich, wenn du Schmerzen hast, kannst du die Position auch lösen. Die Hocke wäre eine Position, die wir jeden Tag einnehmen sollten. Sie bringt nämlich eine maximale Beugung in die Kniegelenke und in die Hüftgelenke. Dadurch werden die intraartikulären Strukturen, also der Meniskus, der Knorpel, wird zusammengedrückt. Und wenn man die Position wieder löst,
saugt er sie wieder mit neuer Gelenksflüssigkeit an. Das ist quasi wie ein Schwamm, der sie mit dreckigem Wasser angesaugt hat. Jetzt drückt man den Schwamm aus und nachher saugt er sie wieder mit sauberem Wasser auf. Genau. Außerdem ist die Hocke ja sehr gut für den unteren Rücken. Es zieht nämlich die Bandscheiben an der Rückseite der Lendenwirbelsäule in die Länge. Dadurch werden die Bandscheiben entlastet und die Lendenwirbelsäule, genau, entspannt ein bisschen. Super gut für Rücken, Knie und Hüfte. Natürlich nur, wenn es schmerzfrei möglich ist. Bleibt es nur so lange drinnen, wenn es halt gut aushält, sonst müsst ihr euch langsam antasten. Sehr gut. Wir geben jetzt die Fingerspitzen kurz am Boden, machen eine kurze Gegenpose. Wir strecken die Knie wieder vorsichtig durch und wandern wieder abwechselnd links, rechts, hinein. Spüren uns wieder hinein, wie viel Spannung an der Rückseite der Beine vorhanden ist. Dann streck beide Beine durch oder lass sie leicht gebeugt, so wie schmerzfrei möglich ist. Greif deine Ellbogen und lass jetzt den Kopf locker hängen. Entspann deine Schultern und beginne ganz vorsichtig links, rechts hin und her zu pendeln. Entspann dabei auch dein Kiefergelenk und lass deinen Nacken locker. Gib jede Spannung von deinem Körper ab. Und löse langsam die Hände, platziere die Fingerspitzen am Boden und komm in die enge Hocke hinunter. Die Füße sind jetzt zusammen, maximal eine Faustbreit auseinander. Leg die Handrücken am Boden ab. Wenn du mit den Fersen nicht am Boden kommst, ist es nicht tragisch. Du kannst, wenn es möglich ist, natürlich auch die Fersen am Boden geben. Leg die Handrücken am Boden ab. Lass den Kopf jetzt locker hängen. Gib jede Spannung von deinem Nacken ab und versuche auch die Spannungen aus deinem oberen Rücken loszulassen. Atme noch einmal tief ein und locker aus. Dann platziere die Fingerspitzen am Boden, bring die Knie zum Boden. Die Zehenspitzen bleiben jetzt hinten aufgestellt. Wir versuchen, für die nächste Dehnposition in der Position zu bleiben. Das bedeutet, die Zehenspitzen bleiben aufgestellt. Wenn es zu schmerzhaft wird, natürlich einfach die Zehenspitzen umlegen. Jetzt verschränk deine Finger hinterm Rücken und roll deine Schulter nach hinten unten. Versuch, die Handflächen aneinander zu lassen und die Ellbogen zu strecken. Wichtig ist, nur so weit heben bzw. strecken, soweit der Brustkorb geöffnet bleibt. Sobald die Schultern nach vorne wandern, geh ein bisschen weiter nach unten. Das bedeutet, Brustkorb bleibt geöffnet, Schultern sind unten. Zieh den Bauchnabel zur Wirbelsäule, sodass du nicht ins Hohlkreuz fällst, sondern der untere Rücken gerade bleibt. Wenn möglich, lass die Handflächen zusammen, streck die Ellbogen, öffne die Schultern und den Brustkorb an der Vorderseite. Atme noch einmal tief ein. Und löse mit der Ausatmung. Schwing die Arme locker vor und zurück. Lass die Hände locker auf die Schultern schwingen. Sehr gut. Dann stell die Fingerspitzen am Boden auf und löse die Zehenspitzen hinten. Leg jetzt deine Fußrücken am Boden auf und setz dich auf die Fersen zurück. Wenn die Position noch schmerzhaft ist im Kniegelenk oder im Sprunggelenk, leg dir ein Polster unter das Gesäß. Du kannst natürlich auch im Kniestand bleiben. Sehr gut. Wenn es möglich ist, versuch jetzt, die Fingerspitzen hinter deinem Rücken abzulegen und heb deine Knie leicht vom Boden an. Wenn möglich, gib die Hände vor den Brustkorb. Und wenn es nicht möglich ist, lass die Hände am Boden oder lass die Knie am Boden oder im Kniestand. Je nachdem, welche Position du wählst, bleib hier für einen tiefen Atemzug. Und locker ausatmen. Dann komm mit den Knien wieder am Boden. Komm in den Vierfüßlerstand. Sehr gut. Schau, dass deine Hände unter den Schultern, deine Knie unter den Hüftgelenken platziert sind. Stell jetzt die rechten Zehenspitzen hinten am Boden auf und drück dein rechtes Knie in die Streckung. Dann stell das rechte Knie wieder neben das linke und wechsel die Seite.
linken Zehenspitzen hinten aufstellen, Knie in die Streckung drücken und wieder wechseln. Noch einmal jede Seite. Einmal das rechte Knie in die Streckung drücken und einmal das linke Knie in die Streckung drücken. Sehr gut. Bleib im Vierfüßlerstand. Wechseln wir mal die Seite. Genau, schau, dass deine Hände unter den Schultern sind, die Knie unter den Hüftgelenken. Und mit der Einatmung kipp deine Beckenkämme nach unten, streck die Brustwirbelsäule durch und blicke nach vorne. Und mit der Ausatmung roll dein Kinn zur Brust, mach deine Brustwirbelsäule rund und dann kipp deine Beckenkämme nach oben. Einatmen, langsam strecken, zuerst die Lendenwirbelsäule, dann die Brustwirbelsäule, dann die Halswirbelsäule. Und mit der Ausatmung zuerst die Halswirbelsäule beugen, dann die Brustwirbelsäule beugen und dann die Lendenwirbelsäule. Noch zweimal in die Hängebrücke einatmen, in den Katzenbuckel ausatmen. Und noch einmal lang werden mit der Einatmung. Und rund werden mit der Ausatmung. Sehr gut. Pendel dich in der Mitte wieder ein. Setz dich auf deine Fersen zurück oder komm in Kniestand, falls die Position schmerzhaft für deine Knie oder Sprunggelenke ist. Verschränk die Finger und kreise deine Handgelenke ganz locker durch. Versuch einen runden, fließenden Kreis in deine Handgelenke zu bringen. Sehr gut. Dann streck langsam die Hände nach vorne und schieb abwechselnd die linke und die rechte Handfläche vor und spür dich dabei hinein, wie viel Spannung an deinen Unterarmen vorhanden ist. Sehr gut. Und dann streck die Arme nach oben, lass die Ellbogen gestreckt. Du kannst die Übungen auch im Kniestand ausführen. Also wenn es in den Knien schmerzhaft wird, machen wir es gleich so. Komm in den Kniestand und jetzt schieb die Schultern mit der Einatmung hoch und mit der Ausatmung zieh die Schultern von den Ohren weg. Tief einatmen, hoch, locker aus, nieder und noch einmal tief ein, hoch. Und ausatmen, lösen. Nochmal die Arme ausschütteln, die Arme locker vor- und zurückschwingen. Sehr gut. Perfekt. Wir kommen noch einmal in den Vierfüßlerstand, machen eine kurze Mobilisation für die Brustwirbelsäule und dann beenden wir langsam, kommen wieder ins Stehen zurück. Sehr gut. Das bedeutet, komm noch einmal in den Vierfüßlerstand. Platzier deine Hände unter den Schultern, die Knie unter den Hüftgelenken, spreiz deine Finger fest auseinander und schieb jetzt einmal die Rippen zur linken Seite und einmal zur rechten Seite. Versuch dabei, dein Becken nicht zu bewegen, schieb nur deine Rippenbögen links, rechts hin und her, sodass du quasi eine Seitbeugung in deine Brustwirbelsäule bekommst. Sehr gut. Dann schieb die Brustwirbelsäule noch einmal zur rechten Seite und schieb jetzt über die rechte Seite deinen Brustkorb nach oben und über die linke Seite nach unten. Und führe diese Bewegung weiter. Du kreist locker mit deinem Brustkorb, atmest dabei gleichmäßig durch die Nase weiter und spürst dich in jeden Abschnitt der Bewegung ganz bewusst hinein. Dann ändere langsam die Richtung, kreise in die Gegenrichtung. Schieb deinen Brustkorb über links nach oben und über rechts nach unten. Versuch dein Becken dabei nicht zu bewegen und lass nur deinen Brustkorb kreisen, um so viel Bewegung wie möglich in deine Brustwirbelsäule zu bekommen. Sehr gut. Pendel dich in der Mitte wieder ein, stell deine Zehenspitzen hinten auf und schieb dich jetzt nach schräg hinten oben. Wechsel, beuge abwechselnd das linke und rechte Knie, wander leicht hinein,
Lass deinen Kopf locker hängen mit Blick zu den eigenen Knien. Spreiz deine Finger fest auseinander und beginn langsam zu deinen Händen nach vorne zu wandern. Stell die Füße eine Faustbreit auseinander und lass den Kopf und die Schultern nochmal locker hängen. Dann beug die Knie leicht an und roll dich Wirbel für Wirbel hoch. Zum Schluss bring die Hände über dem Kopf zusammen, blick zu den Daumen, Schultern nach unten und ausatmen. Bring die Hände vor dem Brustkorb zusammen. Schließ deine Augen für einen Moment und konzentriere dich nur auf deine Atmung. Atme tief durch die Nase ein und jede Spannung aus. Entspanne deine Schultern, entspanne dein Kiefergelenk. Und atme noch einmal tief ein und alles aus. Dann öffne deine Augen, löse deine Arme. Sehr gut. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ja, jetzt seid ihr bereit fürs Power-Workout oder bereit für den Tag oder zum Schlafen gehen, egal ob es in der Früh, am Abend oder vor dem Training macht. Den Körper durchbewegen ist immer extrem wertvoll fürs psychische Wohlbefinden und auch für die Gesundheit. Also bleibt in Bewegung und bis bald. Peace.